Hallo zusammen. Ja, jetzt ist es hoffentlich Sonntag dann soweit. Wir gehen das allererste Mal auf ein deutsches Schiff. Wir fahren ja dann mit TUI Cruises mit der Mein Schiff 6 durch Griechenland, sofern es der Corona-Test will. Ja, und damit bin ich dann jetzt auch schon beim Thema dieses Videos beziehungsweise eben der Besonderheit dieses Mal. Und zwar stecken wir ja mitten in den Vorbereitungen und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, wenn ihr vor Corona euren Urlaub vorbereitet habt. Wahrscheinlich habt ihr gebucht und euch dann ab dann mega gefreut, Tage gezählt. Es gibt ja so Tickers, die man dann so runterzählen lassen kann, Countdowns und so weiter. Habe ich auch immer. Vom Moment an, wo wir eine Fahrt gebucht haben, egal wie lange die noch weg war, war ich zwischendurch immer wieder in Vorfreude, habe mir gerne Sachen angeschaut, habe schon mal geschaut, was sind Ziele, habe andere Leute bei ihren Reisen beobachtet, quasi, ne, über YouTube, über Facebook, wo man überall so ist. Ja, und diesmal ist alles so anders. Dadurch, dass es mir da ja sowieso so ein bisschen so ja, Probleme bereitet, was so alles ist mit diesen ganzen Unsicherheiten durch die ganzen Corona-Maßnahmen. Weißt, bis ihr heute buchst du vielleicht eine Reise nach Spanien und morgen ist es da ein Risikogebiet, so wie es ja einige erlebt haben kürzlich. Ne? Es geht ja immer einen Schlag auf Schlag und man kann sich eigentlich auf nichts richtig freuen, weil man nicht weiß, was lassen sich unsere Politiker als nächstes wieder einfallen, was wir wieder dürfen und nicht mehr dürfen oder wie auch immer oder welche neuen Sicherheitsbestimmungen gibt es und. Ja, und bei TUI ist es ja jetzt sogar noch so, dass wir also diesen Test machen müssen. Das heißt, wir müssen darauf hoffen, dass wir einen negativen Covid-19-Test dann in der Hand haben quasi. Ja, und das machen wir morgen. Es geht für uns morgen nach Frankfurt. Da ist ein Testzentrum von Centogene. Da kann man das eben selber ja, machen lassen. Das heißt, man kauft so einen Test dort und dann wird er gemacht und dann kann man den binnen 12 oder sogar 6 Stunden, je nachdem, was man auch bereit ist, dafür zu zahlen, ja, auswerten lassen und dann hat man eben die Dokumente dafür. Ja, und eigentlich ist es bei mir jetzt wirklich so, die letzten Tage, es wird immer schlimmer. Diese Angst ist einfach da. Was ist denn, wenn auf einmal da steht positiv? Man liest es ja so oft, ne? Diese Tests, die schlagen ja teilweise schon bei sehr niedriger Virenlast an, die eigentlich überhaupt nichts zu bedeuten hätte, womit ich nicht mal jemanden anstecken könnte. So, aber man weiß es halt alles nicht, ne? Oder irgendwie was. Ich habe mich jetzt gute 3 Wochen wirklich mehr oder weniger selber in Quarantäne begeben, war also eigentlich nur noch einkaufen. wir sind zu meinem Geburtstag nicht essen gewesen, nichts, weil ich gesagt habe, ich möchte das Risiko so gering halten wie möglich, obwohl ich sonst nicht so ängstlich bin. Sonst sage ich mir, ja, mein Gott, wenn ich Corona kriege, höchstwahrscheinlich, 100%ige Sicherheit gibt es nie, höchstwahrscheinlich verläuft es dann wie ein Schnupfen, wie bei vielen anderen. Oder ich merke es nicht mal, dass ich es habe. Also im Alltag bin ich normalerweise super locker damit. Ich gehe essen, wir gehen ins Restaurant, ich gehe, was weiß ich, irgendwie Shopping in Holland habe ich gemacht ohne Maske. Ich habe da nie ein Problem mit. Aber jetzt ist eben diese Angst da, dass durch so einen, ja, ich sag mal, übertrieben empfindlichen Test oder vielleicht auch falschen Test, meine Kreuzfahrt platzt, so unsere Kreuzfahrt platzt. Und die Angst davor ist echt, echt groß, weil ich bräuchte diese Reise. Ich brauche das irgendwo jetzt wirklich, dieses Abschalten, mal ganz wegkommen von allem. Ich merke, dass die Psyche das zum Auftanken jetzt ganz, ganz dringend braucht. So die letzten Monate, das war einfach alles. Ja, das war einfach wieder der Kampf, der von vorne losging, den ich eben vor 2 Jahren schon hatte. Und das, ja, von daher, ich glaube, da würde morgen, wenn irgendwann das Testergebnis kommt und einer von uns beiden ist positiv, dann können wir ja eh beide nicht los. Ich glaube, da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie dann die nächste Zeit weitergeht. Ich weiß nicht, was dann mit mir passiert. Ich habe Angst davor. Das finden viele lächerlich. Ich wurde dafür auch schon dämlich angemacht. So nach dem Motto, ach, Luxusprobleme. Und ja, komm mal klar. Und ja, und stell dich nicht so an. Und ist halt nun mal so. Ja, Leute, alles gut und schön. Es mag ja auch sein, dass Leute mit solchen Situationen so umgehen kann. Ich kann das mit gewissen anderen Situationen auch, wo sich vielleicht andere einen Kopf machen. Ne? Die zum Beispiel panisch und sagen, oh Gott. Oh Gott, der ist mir jetzt 2 Minuten zu nahe gekommen. Wenn der jetzt Corona hatte, sterbe ich. So, dieses Extrem gibt es ja auch. Und diese Leute können oft auch nichts dafür, weil da eben solche Ängste in einem walten, die manchmal gar nicht zu erklären sind und die auch vielleicht, egal wie unwahrscheinlich das alles ist, einfach da sind und nicht weggehen. So, und so ist das nun mal. Und ja, von daher ist es einfach so, dass die Urlaubsfreude sehr, sehr getrübt ist. Also ich habe bisher noch keine richtige Vorfreude gehabt, weil irgendwie immer, wenn die aufkommen will, dann kommt aber auch gleichzeitig dieses, wie Engelchen und Teufelchen. Das Engelchen sagt, ja, bald geht's aufs Schiff und dann siehst du wieder das Meer, dann stehst du an der Reling, dann guckst du auf die Heckwelle, dann trinkst du einen schönen Cocktail. So, und dann kommt das Teufelchen und sagt, nein, warte mal, ne? Da kommt ja noch der böse Test und vielleicht
Das böse Corona, muss zu Hause bleiben, darfst nicht raus, dann wirst du 2 Wochen erstmal eingesperrt zu Hause, einkaufen darfst du dann auch nicht mehr und Leute treffen nicht und dann, ne? Da, also hör mal auf zu freuen, so, wisst ihr, also so wirklich so dieses, ja, man möchte so gerne sich freuen, mein Mann ist schon manchmal völlig genervt von mir und das verstehe ich auch in dem Sinne, obwohl er ja auch weiß, dass es bei mir auch viel eben durch diese ganze Krankheit bedingt ist, aber es ist halt eine Belastung und es ist einfach nicht das, was man unter Urlaubsfreunden versteht. Jetzt sagen wahrscheinlich auch wieder jemand, der da jetzt zuguckt, sagt, ja, mein Gott, bist du bescheuert, ja, dann lass es doch jetzt erstmal. Ja, aber da kommt das nächste Problem, weil dann fehlt einfach diese Vorfreude komplett, weil man überhaupt nicht weiß, wer überhaupt jemals wieder reisen könnte, ohne dass du vorher zu so einem beschissenen Test musst. Weiß doch keiner, was die noch mit uns machen die nächsten Jahre. Also, ne? Ja, und von daher haben wir das jetzt in Kauf genommen. Um an diesen Test zu kommen, ist das natürlich auch erstmal wieder eine ganz, ja, etwas aufwendigere Sache, die du dann auch noch machen musst. Und das zeige ich euch jetzt mal eben, was wir da so alle schon fabriziert haben, damit wir dann morgen zum Test Ja, können. also damit man sich überhaupt testen lassen kann, musste man erstmal auf die Seite von Centogene und sich da quasi registrieren. Ganz normal, wie man das so macht, auch mit einer E-Mail-Adresse, weil da dann ja auch das Ergebnis hinkommt. Und dann kommt eben so ein Button, dass man eben ja, Test kaufen machen möchte. Und da kann man dann auch wählen. Wir haben uns jetzt für den einfachen in Anführungsstrichen entschieden, wobei die beide gleich sind von den Tests her. Es ist nur so, dieser wird bis zu 12 Stunden, also innerhalb von 12 Stunden ist das Ergebnis da, in 95% aller Fälle. Wir hoffen einfach mal, haben aber auch noch einen Puffer. Das Ergebnis muss dann bis Samstagabend 18 Uhr bei TUI hochgeladen werden. Von daher haben wir also noch einen guten Puffer. Ja, entscheiden uns für diese 12-stündige Frist und haben noch zusätzlich diese Identitätsfeststellung dazu genommen. Damit hätte man dann so einen Wisch, dass man der eben auch bei Behörden und so weiter Gültigkeit hat, wo man dann auch nachweist, dass man das selber ist, der da getestet ist und. Wir wissen gar nicht, ob wir das hätten gebraucht, aber uns war das dann sicherer und somit kostet uns das Ganze nochmal 68 € und das natürlich mal zwei, weil ja auch beide einen Test brauchen. Und dann bekommt man eben auch solche, ja, QR-Codes quasi. Das muss man dann ausdrucken und muss damit dann dort am Testzentrum erscheinen. Das wird dann gescannt und nur mit denen geht das. Wenn wir die also morgen vergessen würden, hätten wir ein Problem, denn dann können wir uns nicht testen lassen. Also wie ihr seht, mächtig viel erstmal Aufwand, was man da vorher erstmal bewältigt, bevor man dann überhaupt die Möglichkeit hat, so einen Test zu machen. Für uns geht es dann heute Nacht sehr früh irgendwann los. Also die testen ab morgen ab 6 Uhr kann man da quasi hinkommen und wir möchten so früh wie möglich eigentlich da sein, damit wir eben so viel wie möglich an Puffer haben und auch nicht schief geht mit dem Ergebnis. Ja, und dann habe ich letztens noch was gelesen in der Gruppe, dass eine, die sich dann halt in diesen Helios-Kliniken, die ja eigentlich von TUI angestrebt sind, wo man dann den Test auch nicht selber bezahlen müsste, das klappt bei uns aus verschiedenen Gründen nicht, dass jemand da eben den Test gemacht hat und dann hat er nachmittags einen Anruf bekommen, so nach dem Motto, ja, tut uns leid, Sie müssen nochmal wiederkommen, der Test ist nicht auswertbar. So, nun wohnen wir jetzt nicht in Frankfurt um die Ecke und haben dann auch noch sowas, dass wir also eigentlich ja nicht mal eben wieder sagen können, ja, okay, kommen wir jetzt gleich wieder und machen dann halt nochmal den Abstrich. Mal ganz abgesehen davon, dass der ja auch nicht so angenehm sein soll und ich das sowieso nicht unbedingt haben muss. So, aber das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Da habe ich dann auch gedacht, als ich das gelesen habe. So, das heißt, wir werden dann morgen mal fragen, wie wäre das? Würden wir auch im Zweifel angerufen werden oder kommt dann einfach nur die Mail mit, ihr Testergebnis ist da, weil wenn die Testergebnisse da sind, kriegst du eine Mail, dass dein Testergebnis da ist und dann kannst du dich da wieder einloggen, wo du dich registriert hast und kannst dann eben sehen, negativ, positiv, wie auch immer. So, und dann will ich da morgen nämlich als erstes mal fragen, wie das denn wohl wäre, wenn jetzt, nachher, weil ich habe gesagt, wir werden den Test erst aufmachen, wenn wir wieder zu Hause sind, selbst wenn zwischendurch kommt, das Testergebnis ist da. Ganz einfach aus dem Grunde, ich weiß, dass ich, wenn das wirklich positiv sein sollte, und ich weiß, dann kann ich nicht auf Kreuzfahrt, dass ich dann fürchterlich zusammenbrechen werde. Das weiß ich einfach für mich, dass das so sein wird. Und dann möchte ich nicht, dass wir unterwegs sind. Dann möchte ich nicht, dass mein Mann die ganze Zeit das ertragen muss, während wir dann noch mit dem Auto zurückfahren. Denn das ist ja dann auch, ne, eine gefährliche Sache in Anführungsstrichen, wenn er da dann unkonzentriert ist. Und darum habe ich gesagt, aufmachen werden wir dieses Testergebnis erst, wenn wir wieder zu Hause sind. So, deswegen muss ich da morgen dann auch mal erstmal fragen, wie ist es denn überhaupt, wenn da jetzt sowas passieren sollte, ich habe das gehört, dass sowas passieren kann, würden wir dann so benachrichtigt werden oder würde dann auch nur stehen, Ihr Testergebnis ist da und in dem Moment, wo wir es aufmachen, steht, da konnte nicht ausgewertet werden. So, weil dann können wir nicht aufs Schiff,
das muss negativ sein, da darf nicht stehen, konnte nicht ausgewertet werden oder sonst was. Ne? So, das heißt, da müssten wir uns dann bemühen, dass wir es nochmal machen und in der Zeit bekommen. Oder würde man uns dann schon anders das Ganze mitteilen, sodass man nicht davon ausgeht, dass da jetzt einfach ein Ja oder Nein, sage ich mal, hintersteht. So, das müssen wir also morgen dann auch noch erstmal eben abklären, wenn wir da sind. Ja, von daher, wie ihr seht, also normalerweise würde ich sonst morgen so langsam dann mal mit dem Kofferpacken anfangen. Ich habe mich jetzt gerade mal dazu durchringen können, endlich alles nochmal zu waschen, zu bügeln, was ich so mitnehmen will an Sommerklamotten und das ein bisschen zusammenzulegen. Ansonsten habe ich mich zu nicht viel aufraffen können, weil einfach immer noch so diese Angst da ist, dass was schief geht. Ja, aber es muss ja gemacht werden, weil sonst ist Samstag dann Stress, wenn dann irgendwann vielleicht Freitagabend auch erst später das Ergebnis kommt. So, samstags müssten wir dann noch ein bisschen was erledigen. Ja, und von daher mache ich das jetzt schon alles, aber sonst war es einfach immer schöner und angenehmer. Da habe ich jetzt schon voller Freude, hat mir sogar das Bügeln ein bisschen Spaß gemacht, weil ich so, ja, ist ja für einen Urlaub und so. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es der eine oder andere von euch erlebt, der vielleicht auch jetzt in Corona-Zeiten trotzdem nicht ganz auf Urlaub verzichten will. Aber angenehm finde ich das alles nicht und mit Vorfreude hat das wenig zu tun. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass ein Leben auf Dauer so einfach nicht gut für die Leute ist. Ne? Und dass das mittlerweile mehr Schaden anrichtet als das Virus selber. Natürlich ist nicht jeder gleich so extrem wie ich. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Bei mir gibt es ja auch noch andere Gründe. Das, ne? Aber man merkt schon, ich merke das auch bei anderen Leuten, die dann sagen, ja nee, so macht das keinen Spaß. Und ach, eigentlich möchte ich mich ja mal wieder drauf freuen. Oder die irgendwas gebucht haben und dann sagen, ja, ich weiß ja noch gar nicht. Ja, eigentlich fahren wir dann und dann dahin, aber weißt ja, so. Und das ist ja immer irgendwo auch im Hinterkopf. Und selbst wenn man das nicht so offensichtlich einen so mitnimmt, irgendwo im Inneren ist es immer eine Art Stresssituation, die man hat. Und ich glaube nicht, dass Dauerstress so gut für den Körper ist, dass das dann wirklich in einem Verhältnis steht. Aber wie gesagt, wir können ja nichts tun. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass morgen alles gut geht, dass das Testergebnis dann auch dementsprechend negativ ausfällt und wir Sonntag aufs Schiff können und dann nicht noch da wieder ein stichprobenhaltiger Test gemacht wird. Denn das kann auch noch sein. Das haben wir jetzt auch gelesen, von welchen die jetzt in dieser Woche aufs Schiff sind oder letzten Sonntag aufs Schiff sind. Dass einem dann vor der Landung gesagt wird, so, wir müssen ja diesen QR-Code haben für Griechenland und normalerweise ist es so, der ist dazu da, dass dann stichprobenartig auch nochmal, wenn man mit dem Flieger in Griechenland ankommt, ein Corona-Test durchgeführt wird. Normalerweise haben wir gedacht, okay, das ist halt für die normale Einreise nach Griechenland, weil da brauchst du in der Regel keinen negativen Corona-Test. So, und dass sie da einen Stichprung machen. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass alle die, die mit diesem Charterflug von TUI kommen und eh ein negatives Testergebnis vorweisen mussten, um da überhaupt mitzukommen, dass da überhaupt nicht nachgeguckt wird und die überhaupt nicht mehr getestet werden, weil da weiß man, die halten sich auch so in Griechenland erstmal nicht auf, sondern die gehen direkt aufs Schiff. Wenn die vom Schiff gehen bei zwei Landgängen, sind die nur in ihrer Gruppe mit Leuten von TUI Cruises, die das beaufsichtigen. Ja, aber falsch gedacht, denn auch dort kann es sein, dass stichprobenhaltig noch getestet wird. In dem Falle muss man dann dort warten, da wird dann einer von TUI weiterhin bei einem bleiben und dann später mit demjenigen zum Schiff nachfahren. Das Testergebnis kommt binnen 24 Stunden. Nun läuft natürlich das Schiff aus. Wissen die Behörden auch, da hieß es dann ja gut, die Mitteilung würde dann aufs Schiff gesendet. Das heißt, vielleicht ist der Test morgen negativ, dann wird man stichprobenhaltig bei der Landung doch getestet und dann ruft irgendjemand an und sagt auf dem Schiff, so Captain, da ist der und der Passagier und der ist nun doch positiv hier laut dem Test, so, dann müssen die irgendwo anhalten, dann wirst du ausgeschifft, dann ist deine Reise auch zu Ende. Das heißt, in dem Falle wäre es der Super-GAU nochmal schlechthin, weil dann ist auch dein erster und unter Umständen kompletter zweiter Reisetag völlig in Arsch, weil du die ganze Zeit da dann sitzt und denkst, hoffentlich kommt da jetzt nicht auf einmal positiv raus, weswegen auch immer. Und das ist einfach nicht schön. Das ist, ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, oh, da hat jemand aber hier jetzt Husten, der hustet die ganze Zeit oder der schnieft die ganze Zeit oder der hat Fieber, so, da möchten wir jetzt einen Test machen, weil das müssen wir abklären. Da hat die Reederei ja auch eine Verantwortung. Aber dieses sinnlose Rumgeteste mit Tests, von denen mittlerweile ja auch in seriösen Medien, weil sind ja immer alle gesagt, ja, die und die, da sind alles nur Spinner bei YouTube oder das sind alles nur Spinner auf irgendwelchen dubiosen Seiten. Nein, Tagesschau, New York Times und alle möglichen Medien haben ja in letzter Zeit auch immer darüber berichtet, dass da teilweise Leute positiv getestet werden, die eigentlich überhaupt für niemanden Gefahr darstellen, dann falsch positive Tests und. Und dass man diesen Test dann mitmacht und das unter Umständen noch zweimal,
finde ich persönlich einfach A, übertrieben und B, nimmt es einfach so viel für die Leute an Freuden. Und ich glaube, dass auch sehr viele dann nicht buchen und nicht reisen werden, weil ich lese das auch in den Kommentaren auf einschlägigen Seiten, das ist ja, nö. Unter den Umständen, also viele ja schon wegen der Maske an Bord, wobei ich sage, ja, mein Gott, die muss ich hier auch tragen, wenn ich dann aber einen schönen Urlaub verbringe, ist es halt so. Aber auch viele jetzt, die sagen, ne, das mache ich nicht mit. Erstmal diese ganze Rumgestresse dahin rennen zu der Klinik und dann geht es nur da oder dann musst du bangen, dass das Testergebnis da ist und dann musst du wieder zig Versicherungen haben und. Ja, und ich weiß nicht, ob sich die Reedereien damit dann jetzt auch einen Gefallen tun. Man wird sehen. Ich hoffe jetzt einfach, wie gesagt, dass alles gut geht und dass wir dann in Griechenland auch gar nicht mehr zur Stichprobe müssen. Ja, dann wird das hoffentlich eine tolle Reise und auf die nehme ich euch dann hoffentlich mit. Das heißt, das nächste Video, was ihr dann sehen werdet, das wird dann sein, wenn ich von der Reise zurück bin und die schönen Eindrücke habe und auch mal zeigen kann, wie ist Kreuzfahrten zu Corona-Zeiten. Ich bin mir sicher, dass es auf dem Schiff gar nicht so schlimm ist, dass man da jetzt nicht irgendwie Freude getrübt wird oder so. Aber eben die Vorbereitung. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss. Denn morgen geht es ganz früh raus. Da zeige ich euch dann auch noch was. Das heißt, der Test wird so der erste Vlog mit sein. Test und Anreise wahrscheinlich. Damit ihr da auch mal seht, wie das in Frankfurt überhaupt so strukturiert ist. Und dann sehen wir mal weiter.